Kurze Info für alle Zuschauer. Vorne ist der Bierwagen geöffnet. Da gibt es jede Menge kalte Tränke. Vor dem Vereinsheim ist der Grillstand noch nicht geöffnet, aber wird demnächst passieren. Daneben Eisverkauf, der Guido macht jede Kugel Eis für einen schmalen Taler. Im Vereinsgebäude drin gibt es sondern Obstschalen käuflich zu erwerben. Der erste Tor für den SV Wolfsburg, Niklas Buhr, trifft zum 1:0. Wir machen wieder an der Mitte weiter, Stopp für 5 Stopp, die Mitte ist hier. Anstoß an der Mitte, und zwar Kaseko. Hallo, Kaseko hat Anstoß. Wir wollten sogar die Kaseko machen. Ne? Die Kaseko. Anstoß, Jungs, Anstoß. Kommt, Jungs, weiter. Los, auf Mitte. 1:0, der Kuhn. Und Nico Pahl. Weiter geht's. Wo seid ihr an dem Schuh richtig? Und ran, komm! Taylor, ran! Auf den Ball! Und jetzt schießt er, Taylor! Komm, super, Lady! Super! Alle Pekuna zurück, ja? Alle hier zurück, kommt Taylor. 3:0 für Pekuna Sport. Die Nummer 14. Levi Wolf. Kurze Info, da der Spielplan leicht verwirrend heute ist, da es einige Probleme gibt, sollte eine Mannschaft doppelt spielen müssen, legen wir natürlich eine 10-minütige Pause ein. Ja, dann wird ein Spielfeld mal nicht benutzt, die Kinder können sich erholen und danach wird dann nach den 10 Minuten wird die nächste Partie fortgesetzt. Levi Paul Wolf, Doppelpack zum 3:0. Philipp,
Anstoß! Anstoß! Blaue Skat, bald zur Mitte bitte. Zur Mitte, ein bisschen weiter, 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 weiter. Ja. Stopp und weiter geht's. Vielen. Nach vorne schießen. Philipp, außen! Philipp! Außen! Für die nächste Partie auf Platz A bereiten sich vor der VfB Gramsow und die Spielgemeinschaft Kerkow-Pillow. Die letzte Minute läuft. Wir bitten um Musik. Ja, zur Info nochmal, die Eisbar ist offen. Schoko, Vanille, Schlumpfeis und Erdbeer im Angebot. Lecker, sehr zu empfehlen. Stopp!